Hatten wir jetzt eigentlich eine Aufnahme von meinem Pickel? Mit der bin ich so nah dran. Okay. Hey, Moment, das letzte Einhorn. Ich suche noch die Titelmelodie von das letzte Einhorn raus. Das ist raus. Cool, das ist ein super Song Machen gewesen. Wir super Slow Motion. Ja. When the last Genau. Und wie kommt man jetzt vom Einhorn auf Dämpfungssysteme? Das lasst mal unsere Sorge sein. Genau. Und damit hallo und herzlich willkommen bei Turnschuh TV. Es gibt mal wieder eine kleine Sneakerkunde und vor allem das Beste ist, das ist kein iPad, das ist tatsächlich Hikmets Gesicht. Ja. Tada! Ein bisschen haben zugenommen habe ich in der Woche, aber tatsächlich? Ich glaube, danke. Super. Nee, siehst rank und schlank aus wie eh und je. Wollte ich du warst pumpen, oder? Klar, logisch. Nee, das ist das T-Shirt. Ich habe mir Dämpfungssysteme in meine T-Shirts eingebaut. Ich wollte jetzt den Übergang schaffen irgendwie. Ich weiß zwar noch nicht, wofür diese Dämpfungssysteme sein sollen, aber lass uns über Schuhe quatschen. Viele Schuhe haben ja Dämpfungssysteme. Ja. Man spricht immer über Nike Air hier, Hexalite da, Trinomic dies. Wir hatten euch vor kurzem schon mal die Air-Sohle vorgestellt, deshalb habe ich jetzt auch noch mal einen Schuh mit eben dieser eingebauten Air-Sohle dabei. Und wir haben auch alle anderen Dämpfungssysteme, die gängig sind von den großen Herstellern, jetzt da, um euch mal die Unterschiede so ein bisschen näher zu bringen. Die wir kennen. Genau, die wir kennen. Und alle, die wir nicht kennen, lasst ihr in den Kommentaren unten da. Genau, sind wir uns sicher, oder? Dass Perfekt. Da was kommt. Da genau. wird ja bestimmt wieder 100%. Irgendeiner da sein, der uns gerne was zeigen möchte, was es noch so alles gibt. Und wenn ihr uns gerne was zeigen möchtet, was über 18 ist, dann schickt es an die eingeblendete E-Mail-Adresse. Wird super. Also, fangen wir an mit Nike Air. Nike Air wurde ja in den 70er Jahren entwickelt von einem gewissen Herrn Rudy. Das hatten wir euch ja schon vor einiger Zeit zum Geburtstag des Air Max One gesagt und gezeigt. Es ist im Prinzip eine Sohle. Das ist eine Polyurethan-Kapsel, die mittlerweile mit Stickstoff gefüllt ist, weil es ein relativ günstiges Gas ist, die sich in der Sohle, in der Regel auch über die komplette Sohle, nicht wie bei dem Janoski Max, wo vorne eine Nike Free Sohle dran ist, durch die Sohle zieht. Gibt es verschiedene Abwandlungen. Es gibt mittlerweile Caged Air, Tuned Air, es gibt die Shocks, es gibt Air Max, das ist das ganz große Fenster, es gibt Nike Air, das ist das kleinere Fenster und, und. Letztlich erfolgt die Dämpfung eben über diese eingebaute Polyurethankapsel, wie man hier dann eben sieht, die sich dann zusammenzieht, sobald Belastungsdruck sich beim Laufen oder beim Sportmachen aufbaut. So viel zu Nike Air Dämpfung und ich kann jetzt meinen Schuh wieder anziehen, bevor Hikmet umkippt, weil ich da, also, nee. Ihr könnt so froh sein, dass man ein Bewegtbild noch nicht mit Düften hinterlegen kann. Und wenn, sind wir die Ersten, die es machen, weil das wollen wir euch nicht entgehen lassen. Wir arbeiten dran. Das wäre doch was, oder? Wir schicken zu jedem nach Hause so eine Duftprobe von deinen Schuhen. Ja, wir wollen nicht das driftet werden. Jetzt ganz schön ab in so eine Richtung. Okay. Wir können auch getragene Schlipper gleich mitverkaufen. Ja, kannst du ja gerne machen. Aber getragene Schuhe, das ist ein Fetisch. Also, getragene Schlipper tatsächlich auch. Das ja, aber ich wollte jetzt von den Schlippern weg. Ich verstehe, dass er in seiner Privatsphäre gerne so eine Zusatzgewinne noch irgendwie generiert. Aber ich hätte jetzt gesagt, getragene Schuhe kann man auch veräußern. Also wenn ihr irgendwie mal es leid seid, irgendwelche limitierten Schuhe zu resellen, dann wisst ihr, was ihr machen könnt. Getragene Schuhe. Gut, back to topic. Dämpfungssysteme. Ja. Klassische EVA-Sohle heißt Ethylen-Vinylacetat. Genau. Habe ich sozusagen noch mal schnell im Chemieunterricht nachgeschlagen. Kurz vorweggeschossen, die meisten denken ja, Adidas Torsion, das Torsion wäre die Dämpfung. Genau. Ist aber nicht so. So ist es. Das ist das Stabilitätssystem. Das ist halt für die laterale Steifigkeit gedacht, um dem Schuh sozusagen im Kern eine Möglichkeit zu geben, als Ausgangspunkt zu dienen für diese Bewegung. Aber back to dem Sohlensystem. EVA ist nichts weiter als ein Ethylen-Vinylacetat. So ist es. Und zwar ist das nichts anderes als Plastik. Also ein thermoplastischer Stoff, der Dämpfung schluckt und recht einfach hergestellt werden kann. Das Besondere ist, was ihr immer gerne in der Kiste dann immer riecht, das ist meistens EVA. EVA hat so einen Essiggeruch. Wenn er nicht gut ausgelüftet wird, der Schuh, und sofort in die Kiste kommt, dann riecht es halt immer streng. Das liegt an dem Material selber. Von der Dämpfung her, das ist eigentlich so einer der gängigsten Dämpfungseigenschaften. Das ist halt auch das, was bei einem Air Max ist. Das ist das, was bei vielen anderen Produkten auch genutzt wird. EVA, eigentlich der Klassiker schlechthin als Dämpfungssystem.
Nett. Und dann gibt es ja natürlich noch die Vertreter aus dem Hause Reebok und Puma. Genau. Die können wir erstmal in einem Atemzug nennen, weil bei Puma nennt es sich Trinomic, während es sich bei Reebok Hexalite nennt. Und hier sehen wir es hier unten eingeblendet, genau in dem Instapump Fury. Ziemlich schöner Instapump Fury, muss man sagen. Yep. Letztlich ein Wabendämpfungssystem. Heißt, es sind auch in die Sohle eingelassen Druckkammern, hier dann eben in sechseckiger Wabenform, die eben ähnlich wie bei einer Nike Air Sohle Polyurethankapseln sind und mit Gas gefüllt sind. Hier auch EVA, ne? Genau, genau. Das ist die Kombination, ist meistens gegeben. Anfang 90er, wer jetzt bei wem abgekupfert hat, das weiß man wahrscheinlich nicht oder werden wir nie rauskriegen. Dieses ähnliche Konzept, sich in der Natur umzuschauen, wie wir alle natürlich wissen, ist die Bienenwabe einer der stabilsten, doch zugleich leichtesten Konstruktionen, die es gibt. Und das haben sie sich bei der Schuhherstellung auch gedacht. Sie haben eine Außenschicht aus härterem Kunststoff, die dann innen drin halt gefüllt ist, um dann im Prinzip dieses Schockabsorbing oder diese Dämpfung dann herzustellen. Letztlich sind das so die wahrscheinlich bekanntesten Dämpfungssysteme. Für alle Sneakerheads da draußen fehlt aber mindestens noch eine und das ist die Geldämpfung. Stimmt, genau. Und die kommt aus dem Hause Essex. Können wir so einen geilen alten Spot eigentlich einblenden? Das weiß es nicht. Wir können es ja mal probieren und warten, bis das Video gesperrt wird. Achso, sowas passiert, ja? Ja, das ist immer schwierig. Es gibt nämlich so einen alten Spot, wo jemand ein Ei von oben runterschmeißt. Natürlich von oben, weil wenn es runtergeht, kann es ja nur von oben sein. Also ein Ei. Ein Ei runterwirft und das wird von dem Gelkissen aufgefangen. Also, den kenne ich noch. Siehst du? So alt bin ich. Oh. So alt bist du schon. Genau, also Essex hat, arbeitet mit Gel in der Sohle, ist im Prinzip ja auch wieder eine Kammer in die Sohle eingelassen. Genau. Innerhalb derer sich ein Gelvorkommen, ach wie gewählt ich mich heute wieder ausdrücke, da ist Gel drin. So. Die ganzen anderen Systeme haben ja noch eine Zusatzfunktion. Die anderen Systeme sind ja so, dass sie im Prinzip durch die Kompression ja im Prinzip wieder Energie zurückgeben. Wer in Physik aufgepasst hat, ist ja der Energieerhaltungssatz. Ja. Bedeutet, etwas angestoßen kann theoretisch im idealen Umfeld dafür sorgen, dass diese Energie nicht verloren geht. Das heißt, dieses Anschieben kann in eine Fortbewegung. Und bei dem Aufprall, bei einem Airkissen oder bei diesem Hexalite und Trinomic ist es ja so, da wird etwas zusammengestaucht und das geht wieder zurück. Bei dem Gel, wenn ich jetzt richtig aufgepasst habe, ist es ja so, du könntest im Prinzip eine Metallkugel runterschmeißen, sie würde nicht oder auch fast nicht wahrscheinlich zurückspringen. Ne? So ist es, genau. Was ja bei den anderen doch der Fall wäre, würdest du eine Metallkugel auf ein Airkissen oder auf eins dieser Hexalite-Trinomic-Systeme schmeißen, würde sie zurückkommen. Bei dem wäre es so, sie würde gedämpft werden. Also vom Gedanken her ist das natürlich das wirkliche Dämpfungssystem. Genau. Bei den anderen ist es eher so, sie haben eine Zusatzfunktion, die ja vielleicht für einen Runner doch oder für einen Läufer recht hilfreich ist, dass sie beim Aufkommen gleich auch noch sozusagen die Kraft, die sozusagen nach unten wirkt, im Prinzip dann nochmal entgegengesetzt entgegenbringen. Aber es gibt noch andere Systeme. Also das sind ja die klassischen Systeme. Dieses, also neueste Technik ist natürlich, wenn wir jetzt Luna-Sohle, Boost, was es noch so alles gibt. Springblade ja wäre auch nochmal so ein System. Das wäre Back to the Future. Das ist ein Trampolin und Schuhen. Kannst du ein bisschen Grashüpfer machen. Nein, dann gibt es natürlich noch DMX-Systeme. So also die Natur, die Firmen schlafen nicht. Sie finden immer wieder natürlich neue Dinge, die uns als Kunden ansprechen, aber auch natürlich eine Funktion erfüllen. Also jeder hat da andere Vorlieben. Es gibt Leute, die stehen da drauf, eine ganz normale Sohle zu haben, die nicht aus PU-Schaum oder EVA ist, weil sie diese Dämpfungssysteme gar nicht bevorzugen. Es gibt aber Leute, die schwören auf diese Dämpfungssysteme. Ja, das ist jedem selber überlassen, was er daraus macht. Letztlich ging es darum, euch einfach mal einen groben Überblick zu liefern. Genau. Wenn ihr den Wunsch haben solltet, dass wir euch eben auch diese etwas spezielleren Nischendämpfungen, sage ich jetzt einfach mal, ohne es abwerten zu meinen, vorstellen, lasst einen Kommentar da. Machen wir. Mensch, dafür sind wir da. So ist es. Eure kleine Augsburger. Euer Wunsch ist uns Befehl. Puppenkiste im Internet. Wir tanzen auch, wenn ihr wollt. Auch das.
Und wir erzählen die Kofferraumgeschichte. Die kommt noch. Wenn es soweit ist. Ja. Wir wünschen euch einen schönen Mittwochabend. Das wünschen wir. Raus ins Internet. Und wir sehen uns am Freitag wieder, wenn es heißt Neu im Schuhkarton. Und bis dahin macht es euch ganz gemütlich zu Hause. Im Sinne aller Dämpfungen. Ach du Scheiße, macht's gut. Tschüss. Tschüss. Ciao.